kann ich den ersten Mond in Super Mario Odyssey skippen. Normalerweise muss man diesen Kettenhund benutzen, um den Felsen aufzumachen. Und so bekommt man den ersten Mond. Und wenn man ihn eingesammelt hat, wird diese Brücke runtergelassen, mit der man weiterkommt. Man kann zwar versuchen, diesen Sprung hier so zu schaffen und es würde auch gehen, aber dort ist leider eine unsichtbare Wand. Und das heißt, es wird Zeit für Glitches. Ich stelle mich an diese Wand hin und benutze einen Instant Roll Cancel, um in die Wand reinzukommen. Und damit sieht alles etwas seltsam aus. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit schwimme, denn sonst fällt Mario einfach runter. Wir springen von hier aus also weiter zur nächsten Wasserstelle und hier sind wir erstmal sicher. Dann werfen wir Cappy und wenn Cappy zurückkommt, machen wir einen Sprung über diese Mauer. Jetzt stehen wir einfach irgendwo im Nirgendwo. Hier können wir jetzt auf dem unsichtbaren Boden langsam nach vorne laufen, bis wir hier an dieser Kante sind, da nicht runterfallen, sondern wieder hochziehen. Und jetzt müssen wir nur noch dort nach oben springen und dann haben wir es geschafft. Yes! Wir haben den ersten Mond geskippt. Da unten ist er. Ziemlich cool, oder?